Wir nehmen die Goblins, alles klar. Beginnen, jetzt geht's los. Bianca, meine Macht wurde mit inbrünstigem Feuer geschmiedet, mit der Kraft von Runen durchdrungen und in ewigen Stein gehauen. Niemand kann sie brechen. Und außerdem habe ich einen Bart. Das ist ja der Hammer. Ich glaube, das Spiel kommt am 9. oder 6. März. Ich meine sogar am 9. Ja, steht in der Textbeschreibung des Videos. Also die Erweiterung. Kostenlos. Willkommen, Bianca. Ich heiße euch herzlich willkommen, Bianca. Wenn ihr eurem demütigen Diener einen Augenblick eurer kostbaren Zeit einräumen könntet, würde ich gern die Möglichkeit erläutern, mit denen ihr auf die Welt einwirken könnt. Also Tutorial Time. Aber gut, wir wollen es ja kennenlernen gemeinsam. Ja, wir wollen. Okay, Steuerung mit Maus oder Tastatur. Soweit bekannt. Linksklick, auswählen, rechts Karte bewegen. Okay, den Rest erkläre ich dann. Doppelklick geht in die Stadtansicht. Okay. So, wegklicken. Ja. Unsere Stadt Wolfpaw, Wolfstatze. Und wir sehen auch gleich unsere Goblin-Einheit. Wir haben einen Siedler, einen Goblin-Siedler und Goblin-Schwertkämpfer. Und wir können jetzt die Welt erkunden. Die Dinger hier mit den Lichtsäulen, das sind besondere Orte. Und bevor wir die gleich nachher die Runde beenden, das Ganze läuft ja in einem Rundensystem wie Civ oder Master of Heroes of Might and Magic, meine ich, legen wir natürlich auch unsere Forschung fest, wie wir das in Civ auch tun würden. Ja, wir erforschen den nächsten Zauber, den wir kennen dann. Die Erweiterung unseres Arsenals an Zaubern müssen wir durch Forschung erreichen. Man kann 8 Zauber auswählen, also einen davon. Doch im Laufe des Spiels werden immer neue Zauber verfügbar sein. Denkt stets daran, dass der Meisterzauber, also Spell of Mastery, euer Endziel ist. Wer diesen zuerst bekommt, gewinnt. Ja, das war schon immer das Ziel Master of Magic und wird auch immer so bleiben. Sonst ist es nicht Master of Magic. Denn nur wo der Spell of Mastery drin ist, ist auch wirklich Master of Magic drin. Okay. Forschungspunkte, genau. Haben wir. Und hier können wir dann ja abschließen. Alles klar. Also wir haben 8 Zauber zur Auswahl jedes Mal, wenn wir einen Zauber erforschen wollen. Und hier sehen wir schon, wir können einen Zauber erforschen, den wir am Anfang auch sofort hätten haben können. Aber ja, hätten, haben wir aber nicht. Phantomkrieger, die sind, oh, das waren irgendwie früher meine Lieblingskrieger. Oder einer der Lieblingskrieger auf jeden Fall. Da stehe ich ja drauf. Die sind, glaube ich, nicht so leicht zu treffen von normalen Einheiten. Genau, Verteidigung ignoriert. Also die hauen durch die Rüstung. Das, genau, das mochte ich. Die sind gut, die nehmen wir. Oh, kostet allerdings auch 100 Punkte Forschungskosten an Punkten. Und dauert 20 Runden. Das ist natürlich verdammt lange. Ja, das sollte uns. Ja, das ist eigentlich zu lange für den Anfang. Da sind wir jetzt 20 Runden am Forschen, ohne dass wir was Neues bekommen würden. Ja, das ist der Haken an der Sache. Und schon überlegen wir, ist das dann auch die gute Lösung hier? Magieresistenz dauert nur 4 Runden. Also der untere Zauber dauern länger, obere kürzer. Okay, was macht denn dieser blöde Schlamm? Okay, er erschwert die Fortbewegungskosten von Feinden in einer Schlacht oder auf der Karte? Im Kampf, alles klar, Kampfzauber.
Zauber aufheben. Okay, das ist eine starke Version des Zaubers. Holzfluch ist, glaube ich. Achso, dann wären Projektile der Gegner weniger effektiv, alles klar. Also dann würde ich mal sagen, boah, 12 Runden ist zu lang. Wir nehmen erstmal so einen Viererzauber. Magieresistenz mache ich jetzt einfach mal. Fertig aus, Mickey Maus. So. Als nächstes können wir unsere Armee bewegen. Und wir können natürlich jetzt unsere Armee schon gleich aufteilen, um mehr von der Karte aufzudecken. Karte Pan ist Mausrad gedrückt. Und die Frage ist ja natürlich jetzt, wo gehen wir hin? Ich überlege gerade. Also, was ist das für ein Ort hier? Genau, man kann auch so einen Infomodus aktivieren. Tab oder dieser Button hier. Und da hat man eine Preview auf das Gelände. Ein verfluchter Tempel, unerkundet. Ja, da kann natürlich alles drin sein. Gold oder Monster. Geheimnisvolle Höhle. Ja, also Verliese, Tempel, Tempel, Tempel. Und hier ist eine Festung. Wenn man die erobert, kann man, glaube ich, Einheiten dort rekrutieren. Aber die sind auch meistens stärker bewacht, soviel ich noch weiß. Ja, also jede Menge Spots hier. Gut, ich meine, das ist dann reiner Zufall. Ob das gut oder schlecht ist, natürlich. Und wir sind jetzt in der Ebene Mirror und wir könnten auch auf Arcanus switchen, aber da haben wir ja noch keine Sicht. Also da ist nur Nebel. Und wir gehen wieder runter nach Mirror. Okay, wo gehen wir hin? Sollten wir den Siedler vielleicht trennen? Weil er kann ja nicht kämpfen. Wie ich das so sehe? Nee. Dann sollten wir vielleicht nur mit den Goblin-Kämpfern. Oder sollten wir erst eine Einheit produzieren? Ich bin schon wieder. Wir können ja auch eine, zaubern, die Kriegsbären, genau. Das können wir dann machen. Okay, dann können wir natürlich jetzt gucken. Da ist das Meer. Vielleicht sollten wir einfach mal hier hin. Gucken, was passiert. Ja, das bleibt uns über. Wir kommen eh noch nicht an in dieser Runde. Keine Bewegung mehr, wie man hier sieht. Den Siedler könnten wir jetzt in der Stadt lassen. Und auch wo Stadt? Hier ist unsere Stadt. Nee, die Stadt über Sicht, genau. Wir haben eine Stadt, Wolfpaw, genau. Wir bauen gerade Wohnraum. Wenn man nichts Spezielles auswählt, baut man automatisch Wohnraum. Wir sind dann an einem Fluss und es gibt mehr Einkommen, 30%. Wenn ihr drauf geht, kommt man wahrscheinlich direkt in die Stadt. Genau, das ist jetzt die richtige Stadtansicht. Hoheit, das ist eure prächtige Stadt. Gestattet mir kurz, euch herumzuführen. Steuern. Wenn man die Steuern so hoch macht, gibt es Aufruhr. Klar. Logisch. Das ist die Verwaltung. Wie viel Gold nehmen wir ein? Wie ist die Unruhe in der Stadt? Wie viel Nahrung wird produziert? Wie viel Gold? Und wie viel Magie ist das Ständchen-Symbol? Und die Verteidigung der Stadt? Und die Einwohnerzahl? 4000. Ja. Unten sind die Einheiten. Wir haben gerade den Siedler noch in der Stadt stehen. Also die Parkplätze für 9 Einheiten quasi. Im Bereich Bürger können wir austarieren, ob wir mehr Bauern oder Arbeiter haben wollen.
Und hier ist die Anzahl der Rebellen. Die können wir natürlich nur durch Maßnahmen senken. Ja, weil die will man ja nicht. Beziehungsweise, dass man die Steuern senkt als Maßnahme zum Beispiel, dass die dann weniger werden. Oder ich glaube auch durch Milizen, die man stationiert. Ja, das hat alles damals dieser Steve Bassi erfunden und viele Spieler haben es nach übernommen. Im Prinzip ist es auch in Spielen heute wie Stellaris. Und dass es dann in Städten Rebellen gibt, Aufruhr. Und in Civ oder Stellaris wird dann durch spezielle Maßnahmen die Unruhe beseitigt. Und also das ist alles hier rudimentär einfach gehalten, aber das Grundprinzip wurde eigentlich hier gelegt in Master of Magic bzw. Master of Orion. Ich glaube, 2 Jahre davor oder ein Jahr. So, weiter geht das. Bauwarteschleife. Wir könnten auch ein Gebäude auswählen. Wohnhäuser. Was haben wir für ein Wachstum? Was können wir denn überhaupt bauen? Also wir können Einheiten bauen und Gebäude. Okay. Handelswaren, da geht es dann natürlich in Gold, die Produktion. Oder eine Waffenkammer für stärkere Einheiten. Aber ich glaube, wir machen erstmal so einen Goblin-Speerkämpfer. Wir haben 3 Einheiten zur Verfügung. Ich glaube, wir machen erstmal einen Goblin-Speerkämpfer. Nahkampf. Oh, die sind stärker hier. Dauert aber allerdings eine Runde länger hier. Der Schwertkämpfer. Tja, oder wir machen... Oh, es dauert zu lange. Ich mach mal einen Speerkämpfer. Ja, für den Anfang erstmal. So, in 2 Runden wäre er fertig und das wären die Kosten. Man kann auch die Dauerproduktion festlegen, aber eins nach dem anderen erstmal. So, ich denke, das war's. Da haben wir auch schon fast das Wichtigste im Spiel kennengelernt. Abgesehen von den ganzen Zauberfähigkeiten und diversen anderen Sachen. Diplomatie, Magie, Armeeverwaltung. Haben wir momentan nur 1 Einheit, klar. Man kann sagen, hier zeigt mir die Armee auf der Karte. Und wir könnten noch in die nächste Runde gehen. Und ich könnte noch den Siedler bewegen, wenn ich wollte. Ich meine, zum Karte aufdecken ist das meistens keine schlechte Idee. Wir können ihn ja schon mal hierhin bewegen. Das Wald. Und jetzt können wir unseren ersten Zug beenden. Dann gehen wir noch in die 2. Runde. Weil es so schön ist. Und schöne Musik, auf jeden Fall. Runde 2, Februar 1400. Wie ich sehe, habt ihr bereits den Zug beenden gefunden, Eure Hoheit. Ich wollte allerdings noch einige nützliche Hinweise geben. Na gut, her damit. Tab ist der Ratgeber, genau, das haben wir auch schon kennengelernt. P ist, ja, die Ebene wechseln, haben wir auch schon kennengelernt durch den Button. Und Meister der Magie, Siegbedingung. Und den Meisterzauber erforschen, das ist der ultimative Zauber. Haben wir auch schon kennengelernt, beziehungsweise habe ich schon gesagt. Und man kann über jedes Ding mit der rechten Maustaste mehr erfahren. So, vielleicht zum Beispiel hier auch über diese Ruine. Oh, oh nein, wir bewegen uns dann. Vorsicht. Okay. Ich frage mich gerade, kann ich die Stadt umbenennen? Ich glaube, das ging. Genau hier. So ein bisschen eindeutschen. Wolfshausen.
Ist immer in unserer Hauptstadt. Die Unruhe ist bei 10%. Also die Steuern sollten wir nicht erhöhen. Nee. Ja. Soweit, so gut. Und wir könnten jetzt mal vielleicht in die erste Ruine gehen und gleich einen aufs Maul bekommen. So, unsere Goblins. Sollen sie ganz alleine hier rein? Wir versuchen's. Hallo? So, jetzt. Dies ist nicht bloß irgendeine Ruine, sondern ein uraltes Verlies. Wer weiß, welche dunklen Geheimnisse es birgt. Daher seid auf der Hut, viele Gefahren könnten in der Dunkelheit lauern. Ja, ich hoffe, wir kriegen noch eine Warnung, wenn da zu heftige Monster sind. Oder ein Schatz. Kriegsbären. Und wir würden hundertprozentig verlieren. Ja, wir können ja Kriegsbären beschwören. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob ich die Kriegsbären im Kampf erst beschwören kann oder schon vorher. Also das ist hier die Voraussicht. Wir könnten den auch also automatisch ausfechten lassen, aber wir würden hundertprozentig verlieren. Das ist, macht gerade, glaube ich, keinen Sinn. Ja. Vielleicht können wir gewinnen, wenn wir unsere Kriegsbären beschwören, aber das ist mir doch noch ein bisschen zu unsicher. Also vielleicht doch erstmal... Genau, die Erfolgsaussichten. 100% tot. Das klingt nicht so gut, finde ich. Nicht kämpfen. Das ist ja das Gute. Man kann nochmal zurückziehen hier. Vielleicht sollten wir mal hier reinschauen. Und unser Siedler kann vielleicht mal ein bisschen Richtung Meer. Denn da gibt es ja manchmal schöne Siedlungspunkte. Aber gut, wir gucken erstmal so ein bisschen hier. Geht es überhaupt noch weiter? Ja, geht es. Okay, dann noch den nächsten Zug, aber dann ist erstmal Schluss für heute. Aber dann geht es natürlich bald weiter in der nächsten Folge. So, jetzt haben wir auch eine zweite Einheit produziert, glaube ich. Wir könnten dann vielleicht auch noch hier mit der Einheit dahin ziehen. Wir können jetzt hier so einen kleinen Stack bilden mit zwei Einheiten schon mal. Was unsere Siegchancen, ja, kommen nicht weit genug, okay, aber demnächst. Und die Siedler könnten noch so ein bisschen weiter tuckern. Ja, es gibt viele Ruinen hier. Also auf flachem Gelände kann man auch mal weiterkommen, als wenn man durch Wald geht. Klar, sollte man vielleicht beachten beim Bewegen hier. Und wir können ja schon mal hier reinschauen. Was haben wir denn hier? Na. Hier geht es nicht so richtig, finde ich. So jetzt. Bei verfluchten Tempeln handelt es sich um Ruinen uralter Huldigungsstätten. Sie wurden einst mit dunklen Energien entweiht, wodurch sie in Verruf gerieten. Okay, wir schauen mal rein. Ich glaube, man kann überall reinschauen vorher. Okay, das ist natürlich viel, viel heftiger. Also ich denke, wir sollten uns dann vielleicht auch dem Kriegsbären widmen. Demnächst. Ja, Skelette. Dämon, ja. Okay, das lassen wir mal lieber. Das heißt, wir sollten dann die Ruine erobern, auf jeden Fall. Da findet man halt Gold oder Schätze. Oder beides. Okay. Wir könnten, ja... Ich kann ja auch dann nur noch hier rüber gehen, weil wir wollten ja hier reingucken, genau. Denn jetzt haben wir schon den Stack gebildet. Wir sind schon stärker und wir können ja Kriegsbären beschwören. Und zaubern. Aber das werden wir, genau, wir können auch das Baudings festlegen. Das machen wir auch in der nächsten Runde. Folge.
So, dann bis zur nächsten Folge von Master of Magic Through the Mirror. Die neue Erweiterung kostenlos am 9. oder 6. März. Ciao, der Argonaut.